Leute, es ist passiert. Also Simex hat auf seinem Kanal das Video "Wir sind wieder zusammen" hochgeladen. Und in dem Video erzählt er halt, dass doch nichts war zwischen dem Spanier und Ellie, wie er zu dem Entschluss gekommen ist, dass sie doch nicht fremdgegangen ist und dass sie jetzt zusammen sind. Doch jetzt hat sich wieder jemand aus dem Drama gemeldet. Und nein, es ist nicht Simex oder Ellies Vater. Und nein, auch nicht die Ex-Freundin oder die Vermieterin, sondern der fucking Spanier selbst. Elpio oder wie er sich nennt, EMP-Doppel-IO, der Boss, hat sich auf seinem Kanal mit dem Video "Hola, ich äußere mich zu Ellie und Simex" gemeldet. Und was er in diesem Video aufzählt, das macht wirklich alles um einiges schlimmer. Er sagte schon im Video, dass Ellie ihm gesagt hat, dass er ihr Traummann ist und dass sie gemeinsam eine Villa in Barcelona bauen werden und dass sie Kinder von ihm bekommen möchte, etc. Im Rest des Videos sagt er, dass er traurig ist und dass er es schade findet, dass alle über Simex und Ellie reden, aber nicht über den Spanier. Nehmen wir mal an, wir vertrauen ihm alles, was er gesagt hat. Dann heißt es, dass Ellie doch fremdgegangen ist und sogar mehr, dass sie komplett ihr fucking Leben mit ihm geplant hat. Dann aber doch zu Simex gegangen ist und Simex doch recht hatte. Leute, ich weiß, es ist kompliziert und ich komme selber nicht wirklich hinterher. Aber wenn das wirklich stimmt, dann ach du Scheiße, erwartet uns was Großes die nächsten Tage. Außer natürlich, unser Spanier hat alles erfunden für einen Promo-Move und ist eigentlich irgendein Random, der sich einfach dachte, yo, ich mache mal kurz ein Video, wird schon irgendwie hinhauen. Denn wenn das wirklich ein Promo-Move war, dann herzlichen Glückwunsch. Er hat geklappt. Denn Unge, Alpha Kevin, Kuchen von viele weitere haben sich das Video schon angeschaut innerhalb von 12 Stunden nach Upload. Also am 22.04.2023, also heute. Meiner Meinung nach klingt das Ganze für mich eher wie ein Promo-Move, als dass er wirklich der Dude ist. Keine Ahnung, für mich kam das Video irgendwie so rüber. Wenn es aber nicht stimmt, dann tut es mir leid für diese Unterstellung. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video zum Thema gefallen. Viele im letzten Video wollten, dass ich dazu ja ein Update mache. Und das hat wirklich perfekt gepasst. Außerdem, vergisst nicht diesen Kanal abonnieren, das ist kostenlos. Und ihr könnt später ja eh wieder deabonnieren, falls ihr es wirklich machen wollt. Wenn ihr wieder auf dem Laufenden sein wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich werde irgendwie ein Video machen. Ah, Mann. Checkt auf jeden Fall unseren Podcast aus, Depot & Comedy. Und eventuell auch mit EMP-Doppel-I-O, der Boss. Wenn er damit machen will, dann können wir auch ein bisschen drüber reden. Ja, Leute, das war's von mir. Genießt dieses, diesmal bessere Aprilwetter. Ja, glaubt immer noch bitte nicht alles, was ihr im Internet findet. Und ja, folgt mir auf Twitch.